Abend, liebe Zuschauer. Willkommen beim Medizinmagazin. Wir haben heute ein ganz wichtiges Thema, meine ich, nämlich den hohen Blutdruck. Wichtig deshalb, weil hoher Blutdruck der Killer Nummer 1 in Deutschland ist, also weit vor Krebs, Unfällen und so weiter. Und weil er unglaublich gefährlich ist. Gefährlich deshalb, weil man hohen Blutdruck zunächst nicht spürt. Über die Folgen der Hochdruckkrankheit und wie man sie vermeiden kann, wollen wir uns heute ausführlich unterhalten. Und ich darf Ihnen die Experten vorstellen, die so freundlich sind, ihre Fragen an den Telefon zu beantworten und uns Auskunft zu geben. Es sind alles hochrangige Spezialisten, die in der Hochdruckliga mehr oder weniger hohe Funktionen ausgeübt haben oder ausüben und sich gut auskennen. Ich darf anfangen bei Herrn Professor Dr. Gerd Bönner. Er ist Chefarzt der Klinik Lazariterhof in Bad Krozingen, ein Spezialhaus für Angiologie und Kardiologie, das heißt für Gefäßkrankheiten und Herzkrankheiten. Herr Professor Dr. Karl Heiduck ist Chefarzt der inneren Abteilung am Marienhospital in Düsseldorf. Professor Dr. Med. Rainer Kolloch ist Chefarzt der medizinischen Klinik der Krankenanstalten Gilead in Bielefeld und wurde gerade Vorstandsvorsitzender der Hochdruckliga vor 3 Tagen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und Herr Dr. Paul Stolte ist Internist und Allgemeinmediziner, auch Spezialist für Hochdruck. Und bei ihm haben wir unseren ersten Film gedreht. Aber zunächst einmal möchte ich Ihnen die Telefonnummer sagen, unter der die Experten jetzt und dann bis Mitternacht zu erreichen sind. Das ist die Vorwahl für Köln 0221 und dann die Nummer 19725. Die Telefone sind also ab sofort besetzt. Zu dem Film, den wir bei Ihnen gedreht haben, Herr Stolte, es geht darum, um die Sicherheit. Wie erkennt man, ob jemand einen hohen Blutdruck hat oder ob er vielleicht keinen hat? Schauen Sie aber selbst. Herr Bensberg, wie sind Sie in den letzten Wochen mit Ihrem Blutdruck zurande gekommen? Ganz gut. Ja, schön. Ja, ich war in Urlaub und da geht es einem ganz gut. Ah, ja, toll. Man kann entspannen und dann hat man auch wahrscheinlich keine Probleme. Und wie waren die Werte, die Sie gemessen haben? Normal. Der obere 140, der untere 90. Das ist toll. Man findet diese Werte häufig in einer solchen Entspannungsphase. Mhm. Darf ich einmal Ihre gemessenen Werte sehen? Aber sicher. Bitte. Dankeschön. Und auch das Messen hat ohne Probleme geklappt. Ist kein Problem. Toll. Das mache ich schon längere toll. Zeit. Toll. Also diese Werte sind ja wirklich alle normal im Urlaub gewesen. Wir müssen jetzt einfach sehen, ob Sie auch unter normalen Alltagsbedingungen einen hohen Blutdruck haben oder nicht. Mhm. Heute würde ich gerne mit Ihnen eine körperliche Untersuchung durchführen, um Lunge und Herz abzuhören und Ihre Gefäße abzutasten. Darf ich Sie bitten? Die Dunkelziffer der Bundesbürger, die an einem Bluthochdruck leiden, ist hoch. Der Grund dafür ist, dass es im frühen Stadium dieser Erkrankung keine typischen Symptome gibt. So können unter Umständen Monate vergehen, bis ein Bluthochdruck endgültig diagnostiziert ist. Und dann mal bitte mit offenem Mund ein- und ausatmen. Selbst Kopfdruck, Schwindelgefühl oder eine hochrote Gesichtsfarbe sind kein eindeutiger Hinweis darauf, dass es sich um einen Bluthochdruck handelt. Bei den meisten Patienten ist die Diagnose ein Zufallsbefund. Wenn jedoch in der familiären Vorgeschichte ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall aufgetreten ist, besteht ein erhöhtes Risiko. Eine gründliche körperliche Untersuchung ist dann umso wichtiger. Liegen keine organischen Erkrankungen vor, müssen tageszeitliche oder situationsbedingte Schwankungen überprüft werden. Herr Bensberg, damit wir wissen, ob Ihr hoher Blutdruck auch unter normalen Tagesbedingungen hoch ist, wollen wir heute noch die Langzeitblutdruckmessung durchführen. Ja, ja, in Ordnung. Gut, Fußpulse sind auch gut. Dürfen Sie schon wieder aufsetzen. Danke. Schön. So, Herr Bensberg, ich lege Ihnen jetzt ein 24-Stunden-Blutdruckmessgerät an. Diese Manschette pumpt sich alle 20 Minuten auf, während der Nacht jede halbe Stunde. Dieses Gerät stecke ich Ihnen in diese Tasche. Die wird jetzt umgebunden. Sie können alle Tätigkeiten mit diesem Gerät verrichten, außer schwimmen und saunieren. Wenn Sie sich mal duschen möchten, bitte das Gerät nach einem Pumpvorgang und Messvorgang abnehmen,
duschen und es dann bitte wieder anlegen und einfach hier anschrauben. Sie bekommen noch ein Protokoll mit. Da schreiben Sie uns bitte die Tätigkeiten während des Tages auf, was Sie gemacht haben und wann. Und bringen uns das bitte morgen, wenn wir das Gerät abnehmen, wieder mit. In Ordnung. Das Tagesprotokoll des Patienten und die Auswertung der 24-Stunden-Blutdruckmessung ermöglichen eine objektive Beurteilung der Blutdruckschwankungen. Häufig werden Patienten zu früh und zu hoch dosiert mit Medikamenten behandelt, obwohl sie durch einfache Maßnahmen wie eine Ernährungsumstellung den Bluthochdruck bekämpfen könnten. Nervosität und psychische Belastungen können ebenfalls Auslöser von Blutdruckschwankungen sein. Ein Patient, der immer wenn in unserer Praxis ist, einen hohen Blutdruck hat, auch wenn unsere Helferinnen es messen, und anlässlich einer betriebsärztlichen Untersuchung einen Hochdruck von 180 zu 110 hatte und eigentlich nicht mehr beschäftigt werden sollte, bei dem wir jetzt eine Langzeitblutdruckmessung durchgeführt haben, sehen Sie einen Durchschnittsblutdruck von 119 zu 77. Die Wertung ist etwas anders als bei den Normalwerten. Der Tag mit 122 zu 80, auch optimal. Und die Nacht mit 112 zu 70, ebenfalls optimal. In der Kurve gesehen erkennen Sie einen optimal eingestellten Bluthochdruck. Der ist also mit diesen Medikamenten, die er bekommt, optimal eingestellt. Wenn wir immer diesen Weißkittelhochdruck erkennen könnten, würden wir ihn jetzt viel zu hoch einstellen und würden eigentlich schaden und würden ihm in seiner Lebensqualität Abbruch tun. Diese 24-Stunden-Blutdruckmessung ist tatsächlich für den Arzt ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Einmal, wie wir gesehen haben, zu erkennen, liegt überhaupt ein hoher Blutdruck bei dem Patienten vor. Zum anderen aber auch zur Therapiekontrolle. Denn ein hoher Blutdruck, wenn er tatsächlich existiert, muss behandelt werden. Meistens geschieht dies mit Medikamenten. Es gibt so viele Medikamentengruppen, die eigentlich alle relativ gut verträglich sind, dass für den einzelnen Patienten fast immer ein Präparat gefunden werden kann, das ihm keine Nebenwirkungen bereitet. Aber natürlich, es muss nicht immer ein Medikament sein. Oft wird durch Verhaltensänderung des Patienten der Blutdruck bereits normalisiert. Aber sehen Sie selbst. Als ich damals erfuhr, dass ich unter Bluthochdruck leide, fiel ich erstmal ein schwarzes Loch. Das hast du ja wohl gemerkt, dass es für mich Probleme gab, die gemeistert werden mussten. Und durch entsprechende Information kann man diese langfristige Krankheit in den Griff bekommen und sie gar nicht mehr als Krankheit empfinden, sondern als unangenehmen Begleitumstand, der das Leben etwas verändert. Aber für mich hat sich nicht allzu viel geändert, sondern in erster Linie für den Einkauf, Haushaltsführung und so weiter. Obwohl ich ja beim Einkaufen immer schon auf gesunde Ernährung geachtet habe, ist es aber doch jetzt ein bisschen wichtiger, gezielter einzukaufen. Lebensumstellung ist die wichtigste Maßnahme bei einem Bluthochdruck, um langfristige Folgeschäden zu vermeiden. Und das beginnt mit der Ernährung. Übergewicht ist die häufigste Ursache für den Bluthochdruck. Wer 20% über seinem Normalgewicht liegt, verdreifacht sein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Bewegung ist neben Ernährung die beste Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren und sein Herz-Kreislauf-System zu stärken. Spezielle Schulungsprogramme für Hochdruckpatienten bereiten den Weg zur Selbstkontrolle. Auf diese Weise kann der Patient überprüfen, welche Lebenssituationen seinen Blutdruck beeinflussen. Doch dazu muss er auch die Technik des Blutdruckmessens beherrschen. Die Luft wird in die Manschette gepumpt und jetzt abgelassen. 2 bis 3 Millimeter pro Sekunde. Was auf den ersten Blick so leicht aussieht, bedarf aber einiger Übung. Das liegt daran, Sie haben zu schnell die Luft abgelassen. 2 bis 3 Millimeter pro Sekunde sind ganz langsam. Viel langsamer, als man glaubt. Körperliche Aktivitäten spielen bei der Langzeitbehandlung des Bluthochdrucks eine wesentliche Rolle. Bevor jedoch ein Hochdruckkranker sein Trainingsprogramm aufnimmt, muss seine Belastungsfähigkeit untersucht werden. Denn unter der körperlichen Belastung kommt es zu weiteren Blutdruckanstieg. Da
Das Herz-Kreislauf-System muss sich erst langsam an die vermehrte körperliche Arbeit gewöhnen. Mit Hilfe des Arztes kann ein individuelles Aufbautraining entwickelt werden. Studien an Herzpatienten haben ergeben, dass Ausdauersport wie Laufen, Radfahren und Skilanglauf sich langfristig auf das Herz-Kreislauf-System positiv auswirken. Das Herz arbeitet ökonomischer, erhöhte Blutfettwerte können gesenkt werden, Kochsalz wird durch Schweiß entzogen, durch die Muskelarbeit wird Insulin vermehrt abgebaut. Alle diese indirekten Wirkungen des Ausdauersports zeigen auch direkte Folgen. Das Körpergewicht wird reduziert, der Blutdruck sinkt. Oberstes Gebot bei allen Aktivitäten, Spaß muss es machen. Nur so bleibt die Motivation erhalten und die ist wichtig. Denn eine langfristige Blutdrucksenkung kann nur erzielt werden, wenn dreimal pro Woche mindestens 20 Minuten lang trainiert wird. Die Pulsfrequenz sollte dabei nicht höher als 180 Schläge pro Minute minus Lebensalter betragen. Es gibt viele Geräte zum Selbstmessen von Blutdruckwerten und die Geräte sind inzwischen sehr bedienerfreundlich geworden. Ein großer Hit bei den Patienten ist ein kleines Gerät, was man hier um das Handgelenk herum tragen kann. Und ich möchte Herrn Professor Klaus Held, Chefarzt der Medizinischen Klinik im Evangelischen Krankenhaus in Göttingen, fragen, ob diese kleinen Geräte, die so bedienerfreundlich wirken, ob die auch präzise sind. Die messen sehr genau, vorausgesetzt, dass man sie korrekt in Herzhöhe etwa hält, kriegt man sehr zuverlässige Daten und vor allen Dingen sehr viel bequemer, wird von den Patienten sehr geschätzt, weil bedienerfreundlich, wie Sie schon sagten. Man kann sie auf die Reise mitnehmen und alles. Ja. Ja. Es gibt jetzt diese neue Version, die die Daten speichern, sodass man, ich glaube, 30 verschiedene Messungen dann gespeichert hat und sie mit dem Arzt besprechen kann. Das ist eine weitere Verbesserung. Man braucht nicht mehr sein Blutdruckprotokoll zu führen, sondern kann einfach sie aus dem Speicher abrufen und hat dann die Vergangenheit registriert. Ja. Wir haben Sie eigentlich eingeladen, um über ein anderes Gerät zu sprechen, was Sie aus Israel mitgebracht haben. Ein hochinteressantes Gerät zur Überwachung der Herztätigkeit bei Herzkranken, die also gefährdet sind. Vielleicht stellen Sie das selbst vor. Ja, gerne. Das ist wohl eines der jüngsten Kinder der Telemedizin. Eine Weiterentwicklung aus Israel. Man kann mit diesem sehr kleinen Gerät den Herzrhythmus überwachen und eben außerdem auch erkennen, wenn Kurvenveränderungen im EKG auftreten, die auf Durchblutungsstörungen des Herzens hindeuten, wie bei Angina pectoris und schlimmstenfalls sogar beim Herzinfarkt. Sie haben freundlicherweise einen Patienten mitgebracht. Vielen Dank, Herr Jeck, dass Sie mitgekommen sind. Gerne. Sie benutzen dieses Gerät und vielleicht, während wir uns weiter unterhalten, können Sie mal zeigen, was man da macht. Aber sicher. Die Manschetten sind angelegt mit den Kontaktplatten, beiden Armen und einmal in Hüfthöhe. Dann stöpseln Sie dieses Gerät ein und schon geht's los. Einmal hier mitten auf die Brust. Also immer, wenn Sie etwas spüren, wo Sie denken, das müsste jetzt überwacht werden. Jetzt wird das EKG aufgenommen, Herr Professor Held? Das EKG wird jetzt über gut eine Minute aufgenommen und wird dann anschließend, und das ist eben das Revolutionäre daran, über ein Telefon an eine Zentrale übermittelt. Dort sind Herrn Jecks Daten gespeichert. Herr Jeck hat vor einigen Jahren eine schwere Durchblutungsstörung des Herzens gehabt, eine Herzklappenoperation, eine Bypassoperation mit schweren Herzrhythmusstörungen damals. Und seitdem ist er mit diesem Gerät an die Zentrale verbunden und kann jetzt routinemäßig oder aber, wenn er selbst Beschwerden hat, sein EKG aufnehmen und überspielen. Er hat es jetzt ein bisschen versetzt, sodass andere Ableitungen... Jawohl, jetzt insgesamt kriegen wir 9 Ableitungen. Das ist fast so gut wie bei einem in der Klinik abgeleiteten 12-Kanal-EKG. Und erlaubt uns heute mit großer Zuverlässigkeit nicht nur Herzrhythmusstörungen, sondern eben auch, wie wir sagen, Ischämieveränderungen, also Durchblutungsstörungen des Herzens, damit zu erkennen. Das ist natürlich für den Patienten eine fabelhafte Sache, wenn er irgendetwas spürt und Angst bekommt, dann kann er innerhalb von Minuten sein EKG der Zentrale melden. Was machen Sie jetzt? Die Aufnahme ist jetzt gespeichert. Ich rufe jetzt mein Krankenhaus an. Ja. Das Krankenhaus liegt in diesem Fall auf im anderen Ende des Studios? Ja, sicher, aber sonst bei mir ist es Krankenhaus. Ja, ist klar. Überwachungszentrum, guten Namen. Ja, schönen guten Namen. Jeck, mein Name. Ich wollte ein TET überspielen.
Meine Nummer ist 31494. Ja, Herr Tett, wie geht's Ihnen denn? Och, man ist soweit zufrieden. Keine wesentlichen Veränderungen. Gut, dann wissen Sie den Vorgang, wenn ich jetzt gleich Start sage. Zählen Sie bitte langsam bis drei, legen die Sprechmuschel auf das Gerät und drücken die rechte grüne Taste. Also Start. Jetzt wird diese Sache überspielt. Das Ganze ist jetzt sehr komprimiert. Die Überspielung dauert 20 Sekunden etwa und ist dann drüben auf der Zentrale auf dem Bildschirm abrufbar. Und man kann es dann dort vergleichen mit Herrn Jecks dort gespeichertem früheren EKG und kann dann sofort sehen, ob irgendwelche Veränderungen eingetreten sind. So, jetzt haben wir Ihr EKG hier, Herr Jeck. Das sieht sehr gut aus. Keine Rhythmusstörungen. Alles schöner, regelmäßiger Rhythmus. Jetzt spielen wir uns noch schnell Ihr Vor-EKG ein. Ja, alles in Ordnung, keine Veränderungen. Wir können das so weitermachen. Nehmen Sie Ihre Medikamente so weiter wie bisher und wir werden uns dann in 14 Tagen widersprechen, wenn in der Zwischenzeit nichts Besonderes ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss, Herr Jeck. Unsere Telefonnummer, unter denen Sie die Experten jetzt und bis Mitternacht erreichen können, ist Köln 0221 und dann die Nummer 19725. Wir gehen jetzt kurz zu einem anderen Thema, bevor wir dann wieder zum Hochdruck zurückkommen. Und zwar zu einem Thema, was vor allem vor Operationen wichtig ist. Vor Operationen, bei denen ein größerer Blutverlust erwartet wird, beziehungsweise wenn eine Herz-Lungen-Maschine da eingeschaltet wird, können die Patienten eine Eigenblutspende leisten, damit kein fremdes Blut ihnen zugeführt werden muss. Viele Patienten, vor allem ältere, schwächere, sind dazu nicht in der Lage. Dass dann trotzdem kein fremdes Blut in ihre Adern fließen muss, liegt an einer neuen Erfindung, an dem sogenannten Cell-Saver. Das heißt, ihr eigenes Blut wird aufgefangen, gereinigt und ihnen wieder zugeführt. Sehen Sie selbst. Auch Hubert Lukas durfte vorher kein Blut spenden. Er wird am nächsten Morgen an der Bauchschlagader operiert. Vor einer schweren Operation 2 bis 3 Liter Blut abzugeben, ist ein zu hohes Risiko für Herz und Kreislauf. Ja, es war ärztlich, sollte mein eigenes Blut spenden. Und da waren wir hier, sind wir freitags hier angekommen und wollten Blut spenden und da hatten wir das Dreck abgeblasen. Dadurch ich einen Herzinfarkt hatte, schon mal vor Jahren. Das Blut, das könnten sie praktisch nicht gebrauchen, der Körper wäre sowieso geschwächt. Sollte mein Blut behalten, sie würden schon hier irgendwie was anderes finden. Ne? Was anderes, das ist im Fall des 74-Jährigen der Cell-Saver, ein Gerät, das ihm sein eigenes Blut, das er während der Operation verliert, zurückgibt. Eine Art Blutwaschmaschine. Vor der Operation wird ein gerinnungshemmendes Mittel in eine Kochsalzlösung gespritzt. Damit verhindert man, dass das Blut, das später abgesaugt wird, verklumpt. Diese Flüssigkeit läuft auch durch den Saugschlauch und den Sammelbehälter für das frische Blut. Eingesetzt werden diese Cell-Saver bei Operationen, bei denen viel Blut fließt, etwa wenn ein neues Hüftgelenk eingesetzt wird oder bei Gefäßoperationen. Hubert Lukas hat an der Hauptschlagader im Bauch eine Ausbuchtung. Das sogenannte Aneurysma kann jederzeit platzen. Der Patient bekommt eine Aortaprothese. Bei solchen Operationen kann der Körper bis zu 10 Liter Blut verlieren. Eine Menge, die auch vorher gespendetes Eigenblut nicht ersetzen kann. Der Zellsaver kann zumindest einen Teil des eigenen Blutes wieder auffangen und zurückgeben. Das Blut wird dabei direkt an der Wunde abgesaugt, gefiltert und aufbereitet. Die Gefahr, sich durch fremde Blutkonserven, zum Beispiel mit dem tödlichen AIDS- oder Hepatitis C-Virus anzustecken, ist damit ausgeschlossen. Immerhin können durch das Blut bis zu 400 verschiedene Krankheitserreger übertragen werden. Auch sorgfältig untersuchtes Fremdblut ist nie sicher. Einen 100-prozentigen Schutz vor Infektionen bietet nur das eigene Blut. Wenn etwa 1 Liter gesammelt ist, läuft das Blut in die Zentrifuge und wird dort geschleudert. Die roten Blutkörperchen bleiben an der Außenwand hängen.
Die weißen Blutkörperchen und die Blutflüssigkeit, das Plasma, werden nach unten gedrückt und ausgespült. Sie wandern in einen Abfallbeutel und werden entsorgt. Nur die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die den lebenswichtigen Sauerstoff im Blut transportieren, fließen in den Transfusionsbeutel. So kriegt der Patient etwa 40% seines verlorenen Blutes zurück. Bei Krebsoperationen verzichten die Ärzte auf den Zellsaver. Der Apparat kann die Tumorzellen nicht aus dem Blut filtern. Auch bei Notfällen, bei denen die Opfer schon viel Blut verloren haben, gibt es für Fremdblutkonserven keinen Ersatz. Der Zellsaver macht dann Sinn, wenn der Patient kein oder zu wenig Eigenblut spenden kann und wenn Krankenhäuser dadurch weniger Fremdblutkonserven brauchen. Der Kreis schließt sich, wenn der Patient sein eigenes frisches Blut wieder im Körper hat. Blut, bei dem er sicher sein kann, dass es nicht neue Krankheiten überträgt. Vor 2 Tagen war der Welt-AIDS-Tag. Wir haben den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Niedergelassene Ärzte zur Versorgung HIV-Infizierter, Herrn Herbert Knechten, zu uns ins Studio gebeten. Und zwar deshalb, es ging diese Schreckensmeldung durch die Presse, dass dieses neu entdeckte, angeblich neu entdeckte Virus der Type E noch viel, viel infektiöser wäre als die bisher bekannten. Stimmt das? Nach den bisherigen Untersuchungen können wir davon ausgehen, dass dieses Virus sicherlich in heterosexuellen Kreisen wesentlich leichter übertragen wird und aktiver ist. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass alle bekannten Verhütungsmaßnahmen auch verhindern, dass dieses Virus übertragen wird. Also das Motto bleibt Verwendung von Kondomen und eben aufpassen. Und hat es andere Eigenschaften sonst noch, außer dieser hohen Infektiosität, dieses Virus? Weiß man da schon etwas? Wir wissen, dass es sich eben sehr rasch in Thailand ausgebreitet hat und dass ein hoher Anteil der Rekruten, die zum Beispiel untersucht worden sind, den E-Typ haben. Auf der anderen Seite muss man auch davon ausgehen, dass es möglicherweise doch nicht aktiver und nicht schneller ist, denn es gibt Untersuchungen auf Hawaii, wo B- und E-Typ nebeneinander existieren. Es gibt neue Mittel gegen die schreckliche Krankheit AIDS. Wie sieht es aus? Wie sind die Chancen, dass diese neuen Mittel greifen und dass die Patienten zumindest länger leben, wenn sie denn schon nicht gerettet werden können? Also wichtig ist, dass in diesem Jahr 2 Studien veröffentlicht worden sind, nämlich die Delta-Studie und eine amerikanische Studie. In beiden konnten mit Medikamenten, die wir schon lange kennen, eine deutliche Reduktion des Fortschreitens der Erkrankung, eine Reduktion der Todesfälle um über 30% erzielt werden. Und es ist durch die Kombination. Ja. Und es ist gerade so, dass wir jetzt sagen können, für jemanden, der neu behandelt werden soll, sollte man nur noch die Kombination nehmen. Mhm. In Amerika ist jetzt eine Substanz zugelassen worden, die bisher in Deutschland nur im Rahmen von Studien zur Verfügung stand, aber auch in Zukunft für uns erhältlich sein wird, nämlich das Epivir. Und diese Substanz wird neuen Schub geben. Das heißt, wir kommen wieder ein ganzes Stück weiter, auch wenn die anderen Medikamente, die in Zukunft schon vor der Zulassung stehen, dazukommen, haben wir viele Kombinationsmöglichkeiten. Was macht die Impfung? Es war jetzt die Rede davon, dass ein neuer Ansatz in Bezug auf Impfstoffe an vielen Zentren der Welt in der Erprobung teilweise schon ist. Wie sieht es da aus? Also ich würde die Impfung sehr zurückhaltend im Moment sehen, weil, wie Sie sagen, gerade der Anfang von neuen Impfmodalitäten praktisch versucht wird und von da aus gesehen wir bis zu Ergebnissen noch Jahre brauchen. Aber wir haben mit der Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion eine Möglichkeit, Viren quantitativ zu messen und diese Menge an Virus kann sehr leicht Aussagen darüber machen, ob eine medikamentöse Therapie oder eine Impfung erfolgreich ist. Ich denke, das ist eine ganz wichtige neue Entwicklung im Zusammenhang mit den Kombinationen, wo wir viel mehr spielen können und vielleicht auch irgendwann die Impfungen integrieren. Vielen Dank, Herr Dr. Knechten. Zurück zum Hochdruck und zu einem zusätzlichen Service. Die Hochdruckliga bietet morgen von 9 bis 21 Uhr und übermorgen ebenfalls von 9 bis 21 Uhr ein Info-Telefonservice, und zwar unter der Nummer 06221 47 48 00. Ich wiederhole,
6221 474800. Und von uns gibt es wie immer das vorbereitete Infoblatt, wo alle interessanten Dinge, Adressen und so weiter aus dieser Sendung aufgelistet sind. Sie bekommen es, wenn Sie uns ein frankiertes, an sich selbst gerichtetes Kuvert schicken. Und unsere Adresse ist der WDR Medizinmagazin 50608 Köln. Ich wiederhole, 50608 Köln. So, jetzt im Moment bitte nicht anrufen, es sind sehr viele Fragen hier angekommen und wir wollen kurz über die wichtigsten sprechen. Aber vorher möchte ich Herrn Professor Bönner bitten, uns zu sagen, was ist überhaupt hoher Blutdruck, woher kommt er? Das ist gar keine so leichte Frage. Der hohe Blutdruck kann im Prinzip durch zwei Dinge entstehen. Einmal, dass wir einen zu hohen Herzschlag haben, dass zu viel Blut gepumpt wird in das Gefäßsystem hinein und die Gefäße nicht reagieren. Das heißt, die Gefäße bleiben unverändert eng und das Herz pumpt viel Blut hinein. Und dann entsteht hoher Blutdruck. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass das Herz normal schlägt und die Gefäße einfach zu eng werden. Mhm. Und dann also im Alter zum Beispiel? Im Alter, mhm, bei Atherosklerose, aber mhm, auch angeboren. Das können angeborene Störungen sein, die, wie wir sagen, primär zum Hochdruck führen, also der essentielle Bluthochdruck. Die Grenzen, die wir heute gesetzt haben, sind 140 zu 90. Von da ab ist es krankhaft, darunter ist es verträglich. 140 bedeutet der Druck, wenn das Herz pumpt? Ja? Das ist der Spitzendruck, den das Herz aufbringt in das Gefäß hinein. Nein. Und 90, dieser zweite, ja, Wert, das ist der Dauerwert, der gehalten wird. Und das sind auch die zwei Werte, die der Arzt immer wieder erwähnt und bespricht. Ja. Nun, krankhaft ist dieser Blutdruck ab 140 zu 90, aber man spürt ihn nicht. Und das ist die große Frage, wie kann ich denn überhaupt den Blutdruck erfassen? Und ein Patient hat auch in der Tat gefragt, was kann ich für Symptome spüren? Ich habe immer eine Sehstörung, einen Ausfall mit Schwindelattacken. Kann es sowas sein? Und man muss sagen, das sind Hauptsymptome, Schwindel, vielleicht Nasenbluten, Sehstörungen. Das sind im Prinzip Symptome hohen Blutdrucks, aber auch schon Alarmsymptome. Also wer das hat, sollte dringend einmal den Blutdruck messen. Da ist die Gefahr, dass die Gefäße bereits verändert sind. Dass die Gefäße verändert sind, ja, dass schon Organe reagieren. Also dann wird es höchste Zeit. Ja. Ja, vielen Dank. Was sind Sie gefragt worden? Ja, zweimal sogar bin ich gefragt worden, warum ist denn der Bluthochdruck überhaupt gefährlich? Ja. Und ich finde die Frage schon sehr wichtig. Und man muss das so beantworten, dass die Schlagadern werden durch den hohen Druck, eben von Professor Bönner erklärt, geschädigt. Die Innenhaut der Schlagadern wird geschädigt, verdickt sich. Es kommt zu einer vorzeitigen und verstärkten Atherosklerose. Und die Atherosklerose wiederum schädigt das Hirn, schädigt das Herz und schädigt die Nieren. Mhm. Am Hirn zum Beispiel wird der Herzmuskel einfach dicker, auch durch dieses verstärkte Pumpen, was Sie erwähnten. Dann das Herz wird unter Umständen zu schwach, es kommt zur Herzschwäche, Herzinsuffizienz. Es gibt Herzrhythmusstörungen, es gibt die koronare Herzerkrankung. Mhm. Am Hirn kann es zu Blutungen oder durch Blutungsstörungen kommen. Und schließlich kann auch der hohe Blutdruck sicherlich einen vorzeitigen intellektuellen Abbau verursachen. Ja. Und schließlich an der Niere kann die Niere geschädigt werden. Auf die Dauer bei schwersten Hochdruck kann es bis zur Dialysebedürftigkeit kommen. Ja. Das sind die drei Hauptorganschäden, die wir sehen. Ja. Und die, wie lange muss man durchschnittlich einen zu hohen Blutdruck haben, bevor diese Schäden eintreten? Also wenn Sie einen sogenannten milden Hochdruck haben, 90 bis 105 mm Hg, was wir sagten, der, dann untere, dauert, der untere Wert, ja, dann dauert es schon einige Jahre. Wenn Sie allerdings einen Bluthochdruck haben, der extrem selten ist, über 120 mit dem unteren Wert, dann können diese Schädigungen schon im Vierteljahr, halben Jahr durchaus eintreten. Also je höher der Blutdruck ist, umso rascher muss die Blutdrucksenkung erfolgen, weil die Schädigung umso rascher eintritt, je höher der Druck ist. Ja. Herr Scholte, was sind Sie gefragt worden? Ich bin vielfach gefragt worden, was kann ich denn da tun, damit diese Schäden gar nicht erst auftreten. Ja, und wir wissen, dass das Blutdruckmessen heute so einfach ist und es nicht wehtut, dass also jeder die Möglichkeit hat, seinen Blutdruck messen zu lassen und wir dann dagegen angehen können. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen, einmal ohne Medikamente und mit Medikamenten. Und wir können uns in der Ernährung umstellen, wir können unser Gewicht abnehmen und wir können uns mehr bewegen. Wir sollten einfach versuchen,
dass dieses Leben, diese Einstellung mehr Spaß macht, dass wir unsere Körperlichkeit wiederfinden. Und dann haben wir schon eine große Möglichkeit, den Blutdruck wieder zu normalisieren. Denken Sie, dass es wichtig ist, dass der Patient sehr intensiv aufgeklärt wird über alles, damit er selber dann die Konsequenzen zieht? Er soll es genau wissen. Es ist seine Krankheit. Nur er muss es wichtig nehmen. Wenn er es auch wichtig nimmt, dass er davon betroffen ist und er keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall kriegt, ich muss ihm klar machen, dass das sein Leben ist und seine Gesundheit und seine Freude am Leben. Und aber er kann ja ein normales Leben eigentlich führen, nicht? Er kann es führen, ja. Auch mit, also mit Medikamenten? Auch mit Medikamenten. Ja. Und wenn das nicht ausreicht, gibt es heute eine solche Vielzahl von Medikamenten, dass für jeden sein Medikament gefunden wird und dass es ihm gut geht dabei. Was sind Sie gefragt worden? Ich bin eigentlich auch zu diesem Thema mehrfach gefragt worden, speziell wie man heute hohen Blutdruck behandeln kann. Und da kam auch heraus, dass es wichtig ist, nochmal darauf hinzuweisen, dass eine Therapie maßgeschneidert ist. Es gibt so kein Patentrezept, dass man sagt, man muss Blutdruck so oder so behandeln, sondern man muss für jeden individuellen Patienten ein eigenes Rezept und Konzept finden. Und dazu zählt auch, dass es wichtig ist zu wissen, dass das eine Dauertherapie ist, dass man nicht, wenn der Blutdruck dann in Ordnung ist, sagt, jetzt ist alles wieder vorbei, jetzt kann ich die Medikamente absetzen. Das ist auch oft ein großes Missverständnis. Und der letzte Punkt ist, dass man grundsätzlich erhöhte Blutdruckwerte dann auch unter Behandlung regelmäßig kontrollieren muss durch den Hausarzt, durch den behandelnden Arzt. Und dass man auch vermeiden sollte, durch die Selbstmessung dann eigene Therapieentscheidungen zu treffen. Das kam also bei manchen Anrufen so durch, die sagten, ja, wenn der Blutdruck hoch ist, dann nehme ich mal noch eine Tablette zusätzlich. Und wenn er normal ist, dann lass die Medikamente einfach weg. Das ist gefährlich. Wenn man das macht, dann kann es zu Komplikationen kommen. Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass die Patienten, wenn sie dann sich dazu entschlossen haben, den Hochdruck zu bekämpfen, mit Medikamenten speziell, dass die dann nach einer gewissen Zeit kommen und sagen, ich fühle mich so elend, ich fühle mich so müde, obwohl der Blutdruck jetzt gut ist. Das ist das Problem der Nebenwirkungen, besonders bei Einleitung der Therapie. Ja. Und das sind oft gar nicht spezielle Nebenwirkungen der verabreichten Medikamente, sondern oft nur Anpassungsprobleme. Das heißt, der Kreislauf muss sich erst wieder an die niedrigen Druckwerte gewöhnen. Und in den meisten Fällen ist es nach einer gewissen Zeit auch möglich, dass mit dem niedrigen Druck dann auch alle Organe ausreichend durchblutet werden. Es ist sogar so, dass Organschäden sich wieder zurückbilden können. Das wissen wir heute in sehr gut untersuchten Patientengruppen, dass Organschädigung, Verdickung des Herzmuskels, Pumpschwäche, auch das Fortschreiten einer Nierenschädigung durch eine gute und konsequente Therapie aufgehalten, zum Teil sogar zurückgebildet werden können. Und ich denke, das ist auch das, was eigentlich vielen Patienten, die betroffen sind, Mut machen kann und sie dann auch dazu ermuntern sollte, wenn sie Nebenwirkungen haben, zumindest am Anfang doch durchzuhalten. Und wenn es dann bei Nebenwirkungen bleibt, dann muss man nochmal mit seinem Hausarzt sprechen und eventuell über eine Umstellung reden. Denn es gibt eigentlich so viele unterschiedliche Therapiekonzepte, dass man eigentlich auch für den Einzelnen dann letztlich vielleicht nach einiger Zeit eine Therapie finden kann, die dann auch gut vertragen wird. Vielleicht sollten wir eine rausgreifen, nämlich die Gewichtsabnahme. Das ist natürlich für die Patienten immer sehr schmerzhaft, verständlicherweise. Ja. Aber vielleicht erklären Sie noch einmal, warum es sein kann, dass wenn jemand, sagen wir mal, 15 Kilo abspeckt, dass dann sein Blutdruck wieder vollkommen normal ist und er keine Medikamente braucht. Das ist eigentlich die wirksamste Maßnahme, die man selbst mit einbringen kann. Bei Übergewicht. Bei Übergewicht natürlich nur. Wir wissen, dass Übergewicht selbst ein auslösender Faktor ist für den Hochdruck. Dazu kommt oft auch übermäßiger Alkoholgenuss. Wir wissen, dass über 30 Gramm pro Tag Alkoholgenuss der Blutdruck direkt beeinflusst wird und ansteigt. Und man kann dann durch Gewichtsreduktion zum Beispiel den Puls senken. Man kann bestimmte Hormonsysteme so beeinflussen, dass sie nicht mehr so aktiv sind und den Blutdruck nicht mehr so nach oben treiben. Und da hat man also das, was wir mit Medikamenten machen, sonst als behandelnde Ärzte, selbst in der Hand und kann alle diese Wirkungsmechanismen, die wir durch Medikamente ins Spiel bringen, allein durch die Gewichtsreduktion ausnutzen. Und das wissen viele nicht und sehen es nur als lästige Aufgabe an. Es ist ja vielleicht manchmal auch mit ein bisschen Einbuße von Lebensqualität verbunden. Man muss natürlich nicht auf alles verzichten. Man kann zwischendurch ruhig mal etwas genießen. Ja, klar. Herr Professor Böhner, was sind Sie noch gefragt worden? Ich hatte einen sehr netten Anruf von einer älteren Dame, die war 71 Jahre alt und hat eigentlich sehr schön das Leben eines Hypertonikers geschildert. Sie war immer quirlig, lebhaft, dynam, unternehmungslustig, wie man sich so eine ältere Dame vorstellen darf. Und sie hatte hohen Blutdruck entwickelt, wurde behandelt und sagt, dass sie jetzt kaum mehr so richtig hochkommt, morgens auch Anlaufprobleme hat.
tagsüber Schwindel, wenn sie plötzlich aufsteht. Ja. Und fragte nun eigentlich, muss ich denn überhaupt in dem Alter noch behandelt werden? Ja. Und die Überlegung ist sicher berechtigt. Aber man muss sagen, wir wissen heute, dass gerade im Alter die Behandlung des hohen Blutdruckes von besonderem Wert ist. Gerade der ältere Mensch profitiert noch mehr eigentlich als der jüngere. Die Ergebnisse bezüglich Herzinfarkt, Schlaganfall sind noch besser. Mhm. Und Leute glauben ja immer, dass bei älteren Leuten, also Lebensalter, ja, sozusagen, dass der höhere Blutdruck sein dürfte, also ja, minus 100. Nicht? Das heißt, wenn jemand 80 Jahre alt ist, darf er einen Blutdruck von 180 haben. Das ist sicher eine ganz alte Regel, die heute überholt ist. Überholt ist, ja. Ja, ganz sicher. Wir sagen heute, dass ab 160 mit dem ersten Spitzenwert auch beim Älteren der krankhafte Wert beginnt, ja, und dass ab 180 sicher behandelt werden soll. Ja. Also auf jeden Fall. Auch, wie die Studien ergeben haben, bis 85 Jahre hoch, keine Altersgrenze mehr. Und mhm, das Ziel sollte auch sicher unter 160 liegen. Also man muss schon effektiv behandeln. Ja. Und vielleicht, um es der alten Dame ein bisschen gerechter zu machen, müsste man vielleicht die Spielregeln beachten, dass man langsam vorgeht, dass der Arzt vom Patienten auch Zeit bekommt. Die Patienten setzen uns ja oft so unter Druck, dass der Erfolg sofort einsetzen muss. Und das ist nicht gut. Im Alter braucht man Zeit. Das darf ruhig 3 Monate dauern, bis man den Zieldruck erreicht hat. Und dann wird es verträglich und gut. Und dann ist auch die alte Dame wieder girly. Was sind Sie noch gefragt worden? Ja, mich hat auch eine Dame gefragt. Es waren überhaupt etwas mehr Damen als Herren, die mich gefragt hatten. Sie hätte so viele mutiger vielleicht. Vielleicht mutiger, das könnte sein. Sie hätte so viele Krankheiten, auf welche sie besonders achten müsste. Und da habe ich gefragt, was es alles wäre. Sie hat hohe Blutfette, sie hat eine Zuckerkrankheit, sie hat etwas Nierenbeteiligung bei ihrer Krankheit, sie hat hohe Harnsäure. Dann habe ich noch nach einer fünften Sache gefragt, die Sie schon erwähnt haben. Haben Sie auch Übergewicht? Dann hat die Dame auch Übergewicht gehabt. Was soll man dann behandeln, sagte sie. Ich kann doch nicht 5-mal Medikamente nehmen. Und ich habe gemeint auch, was Sie vorhin sagten, man sollte als erstes versuchen, das Gewicht runterzubekommen. Aber das ist manchmal, besonders im Beginn, ja schmerzlich. Wenn man Gewicht runterkriegt, ist es sicher das Günstigste. Und langsam runter. Und also langsam. Keine Crash-Diät, auf ja, keinen genau. Fall. Und dann geht auch, wenn man eine vernünftige Diät einhält, auch in der Regel, die Blutfette werden günstiger. Und da genügt ja die Cholesterinbestimmung nicht mehr allein, sondern man muss die schlechten und die guten, das HDL und LDL, noch mitbestimmen. Dann der Zucker sollte gut eingestellt sein, was auch wiederum besser geht, wenn Gewicht abgenommen wird. Und die Niere, das hatten wir ja schon erwähnt, ist auf der einen Seite Verursacher des hohen Blutdrucks, aber auch wird durch den hohen Blutdruck auch noch mehr geschädigt. Auch das muss beachtet werden. Und schließlich die Harnsäure geht bei einigen Medikamenten mit hoch. Also das Sicherste, was man einem Patienten, der so einen was fragt, empfehlen kann, Gewicht reduzieren, Zucker gut einstellen, dann gehen Bluthochdruck und Blutfette meistens auch mit verbessert. Okay, ja. Herr Stolle, was haben Sie gefragt worden, was man mit der körperlichen Aktivität noch alles leisten kann. Ja, und Sport zum Beispiel Sport für Hochdruckkranke. Ja. Und insbesondere aufgehängt an einer Rollstuhlfahrerin, die querschnittsgelähmt ist infolge eines Unfalles und einen niedrigen Blutdruck hat. Hier kann man zeigen, was man tut, wenn man einen hohen und was man einen niedrigen Blutdruck hat. Bei den hohen Blutdruckarten möchte man gerne dynamische Sportarten nehmen. Laufen, schwimmen, Radfahren. Und bei denen, die einen niedrigen Blutdruck haben, die dürfen Pressübungen machen, was für den Hypertoniker verboten ist. Also die dürfen Hantelübungen machen, die dürfen Kniebeugen machen, die dürfen Liegestütze machen, also Pressübungen machen. Mhm. Und mit diesen Sportarten können Sie sozusagen Ihren Blutdruck einregulieren. Kann jemand, der, also ein jüngerer Mensch, der einen hohen Blutdruck hat, der gut eingestellt ist, darf der Leistungssport betreiben zum Beispiel? Der darf auch Leistungssport betreiben. Man muss ihn natürlich dann unter speziellen leistungssportlichen Gesichtspunkten auf dem Fahrradergometer belasten, um zu wissen, wie er in die Höhe geht mit dem Blutdruck. Ja. Aber ansonsten ist die Bewegungsform immer günstig. Ich möchte Sie alle noch etwas fragen. Das sind die vielen Medikamente, die es gibt, diese vielen Medikamentengruppen, von denen Sie ja gesagt haben, man muss also Maßanzüge schneidern und man muss viel ausprobieren, bis man das erreicht. Wie ist es mit den Nebenwirkungen? Die Leute haben sehr Angst vor den Nebenwirkungen und auch verunsichert natürlich durch die Packungsbeilagen, oft wo ja die horribelsten Sachen drin stehen, ne? Die irgendwann mal in 100.000 Fällen einmal vorgekommen sind, aber die trotzdem da reingeschrieben werden müssen, noch jedenfalls. Wollen wir die einen Stoffgruppen, die Beta-Blocker,
als Nebenwirkungen sagten Sie, dass man da ein bisschen müde wird vielleicht? Man kann müde werden, man ist vielleicht nicht so agil. Man muss natürlich als wichtigste Nebenwirkung ist, dass Leute mit Asthma, die keinesfalls nehmen dürfen, oder auch wenn Leute zur Erkältung neigen, dann plötzlich ein gut vertragener Beta-Blocker dann plötzlich schlecht vertragen wird. Dann wird der Herzschlag langsamer, manchmal auch weniger stark pumpend. Aber das ist nicht so häufig, nicht? Also man muss nur aufpassen bei den Asthma-Patienten. Bei den Asthma-Patienten würde ich sagen, dann am meisten aufzupassen. Mit den ACE-Hämmern, was hat man da für Erfahrungen? Was ganz Allgemeines noch sagen. Ja? Wichtig ist, dass man, dass der Arzt einen Patient aufklärt über den Beipackzettel. Das ist ganz wichtig, dass er sozusagen von vornherein mit dem Patienten den Beipackzettel bespricht und das, was darin steht, relativiert und ihm nochmal klar macht, dass das noch nicht alles auftreten muss, was da drin steht. Sonst nehmen viele Patienten von vornherein die Medikamente gar nicht ein. Ja. Und wenn jemand Angst hat, Sorge hat, weil er den Beipackzettel gelesen hat, dann sollte er zu seinem Hausarzt gehen und darüber mit ihm sprechen. Ja. Nicht einfach, wir wissen aus Erfahrung, dass sie das dann einfach nicht sagen, weil sie das nicht besprechen wollen. Und das muss man besprechen und das dann relativieren oder eventuell auch diese Nebenwirkung registrieren und auf etwas anderes umstellen. Und das ist eben möglich. Ja. Welcher Arzt sollte Hochdruckkranke behandeln? Der Arzt ist vertrauen. Also jeder. Ich würde persönlich sagen, es ist eine Aufgabe des Arztes für Allgemeinmedizin, praktischen Arztes, des Hausarztes. Und bei schwierigeren Fällen wird man den Internisten hinzuziehen. Mhm. Wir haben vorher Geräte vorgestellt. Empfehlen Sie irgendeines dieser Blutdruckmess-Selbstmessgeräte besonders, Herr Böhner? Also nicht Firmen, sondern von der Art her. Ich glaube, man kann diese Geräte kaum mehr unterscheiden heute. Die Technik ist in allen gut. Sie sind geprüft und validiert, zugelassen. Ja. Die neuen Handgelenksmessgeräte sind sicher im Moment sehr en vogue. Sie werden wirklich überall angeboten, auch gekauft. Und da möchte ich gerne schon noch einen Hinweis zu geben. Es ist so, dass diese Geräte verleiten geradezu, irgendwann den Blutdruck zu messen. Und das darf nicht sein. Es muss auch mit diesen Handgelenksgeräten im Prinzip die Regel eingehalten werden. Das heißt, man muss in Ruhe am Tisch sitzen, man muss einige Minuten warten und vor allen Dingen, das halte ich für extrem wichtig, das Gerät muss in Herzhöhe gehalten. Ja, das hatten wir vorhin schon gesagt. Ja, aber wenn ich das ruhig nochmal vormachen darf, man muss am Tisch sitzen, den Ellenbogen auflegen, den Arm leicht abgewinkelt halten, sodass das Gerät wirklich in Herzhöhe ist. Ja. Und dann sollte dieser Arm noch unterstützt werden. Und das wird oft vergessen. Das Glas ist leider zu klein. Damit die Muskeln entspannt sind. Damit die Muskeln wirklich entspannt sind. Nur dann messen die Geräte wirklich gut. Und das wird oft vergessen. Herzlichen Dank. Wir konnten das Riesenkapitel hoher Blutdruck nicht ganz natürlich in allen Einzelheiten hier besprechen. Aber ich glaube, Sie haben ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, wie wichtig es ist, dass man weiß, was man für einen Blutdruck hat. Und dass, wenn er hoch ist, dass man etwas tut.